Ach so. Der Dame. Assi. Geh doch an die Hauswand nach unten. Basim. Haben wir es jetzt. Da war jetzt aber schwer von Begriff, der Gute. Nett, dich blicken zu lassen. Nett, dich bitten zu lassen, Basim. Ich hab dich auch gerade beten müssen. Okay. Das los. Okay, Basim, das ist gerade anstrengend. Ja, so. Jetzt können wir hier weiter suchen. Was genau haben die Söldner jetzt gemacht? Ich werde wieder gesucht. Jetzt frustriert, weil das... Die Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Dass das mit der Trophäe nicht geklappt hat. Nee, warte mal, da sind ja auch Wachen. So, wir gehen jetzt zu einem Monadi. Kaufen uns frei. Ja, vielleicht im Endkampf. Ich weiß ja nicht. Ich gehe zumindest von aus, es gibt einen Kampf am Ende. Vielleicht zählt der ja mit dazu. Du warst jetzt einfach nur im Weg. Dass Tiere mit der Zeit neue Eigenschaften entwickeln, um sich besser an ihre Umgebung anzupassen. Ein Vortrag findet... Die Schorta beobachtet mich auf Schritt und Tritt. Oh. Wenn sie nur jemand ablenken würde. Sei beruhigt, Zaditi. Was ist erledigt? Was ist unser nächstes Ziel? Entweder wir gehen jetzt zu dem Hafen, was wir gerade gefunden haben. Warte mal, kann ich jetzt das eine Buch auch zurückschaffen? Warte mal, wo war das? Das war hier. Oder kann ich das nur wegschaffen, wenn ich alle habe? Ich muss mal kurz gucken gehen. Die Frage ist, merke ich mir... Hier ist auch irgendwo ein Buch.
Oh, hier war ja eine richtig blöde Nebenquest. Hier war einer, der hatte einen Herzinfarkt oder so und hat gesagt, ich muss für ihn seine Buchseiten finden. Da steht all sein Wissen drauf. Dann habe ich hier ewig rumgesucht. Nach diesen Buchseiten. Was ist? Das ist doch wieder Sperrgebiet, oder? Und dann flog die Buchseite halt hier rum. Und du musstest die jagen. Das fand ich super anstrengend. Best. Das hier unten ist ein Zeichen für ein von innen verschlossenes Fenster. Wenn ich also auf die Rückseite gehe, kann ich vielleicht wieder irgendwo ein Fenster aufschießen. Brauche aber erstmal ein Wurfmesser zurück. Ja gut. Das war ein Satz mit X. Jetzt muss ich hier wieder irgendwo einen Weg reinfinden. Vielleicht hätte ich auch einfach das Fenster so einschießen können, einschlagen. Frag doch mal, ob du mal eben rein darfst. Ja, ich will bloß kurz mir das Buch angucken. Mehr will ich gar nicht. Jetzt auch nicht rein. Ja, ich bin der Vormieter. Es geht auch nicht auf. Kannst du hier nicht um die Ecke? Oh, das ist das, was ich meinte. Die Kamera. Oh. Das war
Ja, okay, ich habe ein bisschen zu kompliziert gedacht. Hab dich. Aber ihr auch, gib's zu. Coole Geheimtür. Ja? Stört auch niemanden, dass ich hier einfach das Ding kaputt gehauen habe. So, jetzt können wir auch hier rüber. Oh. Ich vergesse immer, dass ich da nicht drauf drücken darf. So, jetzt finde ich ja nur wieder nicht das richtige Büro. Oder? Es ist sogar markiert. Hallo, ich habe zwei Bücher. Hast du etwas für mich? Ha! Sehr gut. Mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Solltest du mehr finden, bin ich hier. Okay. Also das wäre jetzt unsere nächste Quest. Aber hier zwei Punkte. Wirkungsradius des Adlerauges. Ich glaube, ich spare darauf. Wir brauchen noch einen Punkt. Ich würde als nächstes mein Adlerauge verbessern und dann vielleicht meine Meisterdieb-Fähigkeiten. Obwohl, nee, wartet mal. Ich habe ja gesagt, ich brauche eigentlich gar nicht mehr zu den Händlern. Ich kriege die ja durch Nebenquests, die Sachen. Grafik des Tages. Sieht cool aus. Was machen wir denn jetzt noch, Chat? Ich wollte jetzt... Also eigentlich habe ich so gesagt, ich mache heute bis um 7. Wir könnten noch ein paar Gerüste suchen gehen. Das Horn eines Hornträgers mit einem Wurfmesser kaputt machen. Finden wir noch hier einen Hornträger? Haben die auf der Stadtmauer Hornträger? Verschaffen wir uns einen Überblick.
Ich glaube, ich kann... Also der hat das so an der Seite, an seiner Hose hängen quasi. Ich denke, ich kann das da auch abwerfen. Normalerweise. Uah. Vogelsteuerung. Müsste es mir Hornträger doch anzeigen. Das wird jetzt, wenn man sucht, wahrscheinlich eh nichts. Hornträger sind auch meistens so etwas größere Wachen. Hä? Wo ist hier einer? Oh, das ist ein Hornträger. Das ist ein Hornträger. Passim, du solltest... Dann geh hier hoch. Das ist ein Hornträger. Problem ist... Sperrgebiet ist, wo ich angegriffen werde, wenn ich entdeckt werde. Also da, wo halt Wachen sind, wo ich halt eigentlich nicht sein darf. Das ist immer Sperrgebiet. Da muss ich halt quasi aufpassen, dass mir nichts passiert. Warte mal, wo kann ich nochmal meine Trophäen sehen? So selten an der Konsole mittlerweile. Ja, mache das Horn eines Hornträgers mit einem Wurfmesser kaputt. Sehr gut. Schon 3 Trophäen heute. Kannst du einen Faustkampf vom Zaun brechen, um 10 Minuten zu erschaffen? Nee. Die greifen mich mit ihren Waffen an. Und das Problem ist ja, je länger ich gejagt werde oder im Kampf bin, desto weiter steigt ja mein Bekanntheitsgrad. Das heißt, selbst wenn ich versuche, dann so ein bisschen Abstand zu gewinnen, kommen aus der nächsten Ecke die nächsten Wachen. Und irgendwann habe ich ja dann so gefühlt 100 Wachen an meinem Arsch. Dass 10 Wachen einschlafen. Auch Bomben, Lärmer. Wir könnten hier noch eigentlich ein bisschen Lärm machen, da wo wir gerade sind.
Ja, also die lassen sich nicht drauf ein, nur weil ich Faustkampf möchte, dass die auch Faustkampf. Nee, normale Bürger schreien dann nur nach Hilfe. Normale Bürger kämpfen nicht.